So, und jetzt machen wir, gehen wir noch ein bisschen in die Richtung von Dingen, die seltsam sind und anders. Wir hatten ja jetzt am Anfang gesprochen über Körper und haben gesagt, wenn wir mit Körpern rechnen, können wir bis auf diese beiden Ausnahmen, die ich genannt habe, alles machen, insbesondere was Polynome angeht. Und diese Körper, die ich aufgezählt hatte, waren Q, R, C und ZP, wenn P eine Primzahl ist. Aber Sie entsinnen sich ja, dass ich auch noch solche Sachen hatte wie z geteilt durch nz, haben wir die genannt. Also das gleiche Modulo rechnen, nur dass das n dann keine Primzahl ist. Ja? Das ist natürlich, wissen wir, kein Körper, weil ich da ja nicht immer dividieren kann. Wir haben da schon diverse Dinge gesehen, die nicht so funktionieren. Trotzdem könnte ich natürlich sagen, man kann ja mal so ein bisschen rumexperimentieren. Ich brauche ja erstmal gar kein Dividieren. Für Polynome reicht es ja, wenn ich multipliziere und addiere. Ja? Also warum schreibe ich mir nicht einfach so eine Polynomfunktion hin, sowas hier, und sage, das soll jetzt zum Beispiel mal eine Funktion von z durch 4z nach z durch 4z sein. Und das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass die Koeffizienten jetzt alle aus der Menge 0, 1, 2, 3 sind. Also schreibe ich sowas hin wie x wird abgebildet auf 3x Quadrat plus 2x plus 1. So, und jetzt kann ich genau das gleiche Spielchen wie eben machen. Das ist erstmal alles okay, p von x für irgendwas ausrechnen. Was nehmen wir als x mal? Nehmen wir vielleicht mal 2. Dann steht hier 3 mal 2 mal 2 plus 2 mal 2 plus 1. 3 mal 2 mal 2 ist 12, also in Z4 ist das 0. 2 mal 2 ist 4, also in Z4 ist das 0, plus 1 kommt also 1 raus. Sie sehen, der ganze Mechanismus funktioniert genauso wie vorher auch. Ich kann Polynome hinschreiben und mit denen rechnen. Allerdings mit der Einschränkung, das, was ich vorhin gesagt habe, trifft jetzt nicht mehr zu. Es ist nicht mehr so, dass all das, was wir vorher über Polynome herausgefunden haben, hier jetzt auch noch gilt. Dafür brauche ich einen Körper. Wenn Sie genau wissen wollen, warum das ist, dann müssen Sie sich nochmal die Vorlesung von letzter Woche angucken und darauf achten, was genau wir da gemacht haben. Da gab es nämlich Schritte, wo wir so bestimmte Eigenschaften ausgenutzt haben, wie wenn ich was multipliziere und da kommt 0 raus, dann muss es 0 sein oder man darf dividieren und so. Und das ist hier nicht der Fall. Wir wollen das mal ausprobieren, was das für Konsequenzen hat, also was dann alles nicht gilt. Ich zeige Ihnen mal ein Beispiel. Wir rechnen jetzt in z durch 6z, also wir rechnen Modulo 6 ganz einfach, genau wie wir vorher Modulo 5 oder 7 gerechnet haben. Und Sie rechnen bitte mal, das haben wir jetzt ja schon ordentlich geübt, P0 bis P5 aus. Was fällt Ihnen hier auf? Sie haben doch eben schon gesagt, da stimmt irgendwas nicht. Richtig beobachtet, hier sind sozusagen zu viele Nullstellen, aber das ist ja auch kein Körper. Ja? Also das nochmal, daran sieht man wieder, was ich vorhin gesagt habe, all die Sachen, die wir über Polynome gelernt haben, gelten auch, wenn ich da irgendeinen Körper habe. Aber sie gelten nicht mehr, wenn ich hier so ein Ding wie z durch 6z nehme, was halt eben kein Körper ist. Zum Beispiel können da solche blöden Dinge passieren wie, ich habe ein Polynom zweiten Grades, das mehr als zwei Nullstellen hat. Ganz offensichtlich. Ja? Und ich zeige Ihnen noch ein Beispiel, da müssen Sie jetzt ausnahmsweise mal nicht rechnen. Das mache ich mal. Wie sieht denn zum Beispiel in diesem z durch z6 Polynomdivision aus? Und ich setze das gleich mal in Häkchen, weil wir nämlich sehen werden, dass das nicht klappt. Auch ein weiteres Beispiel dafür, dass man Körper wirklich braucht und das nicht mit irgendwelchen Rechenstrukturen geht. Übrigens, falls Sie den Begriff mal hören, solche Dinger nennt man Ringe. Aber so weit wollen wir jetzt gar nicht in die Algebra einsteigen. 2x hoch 3 plus 1 geteilt durch 2x Quadrat plus 5x. Vorne kriege ich erstmal x raus, wie üblich. Ich nehme mit x mal. Dann steht hier hinten 2x hoch 3 plus 5x Quadrat. Ich subtrahiere. Hier oben ist kein x Quadrat, also habe ich minus 5x Quadrat. In z6 ist das einmal x Quadrat. Jetzt muss ich im nächsten Schritt ausrechnen: x Quadrat geteilt durch 2x Quadrat. Das heißt, im nächsten Schritt muss ich ein halb ausrechnen. Gleich was. Ja? Jetzt kommt das Problem, dass ich ja in diesen Geräten nicht immer dividieren kann. Gibt es ein Halb überhaupt? Gibt es eine Zahl mit der Eigenschaft 2 mal irgendwas gleich 1?
Und da können Sie einfach mal durchprobieren, gibt ja nicht so viele Kandidaten. 0 brauchen Sie eh nicht zu probieren. 2 mal 1 ist 2, 1 ist es nicht. 2 mal 2 ist 4, 2 ist es auch nicht. 2 mal 3 ist 6 gleich 0, ist es auch nicht. 2 mal 4 ist 8 gleich 2, ist es auch nicht. Und 2 mal 5 ist 10 gleich 4, ist es auch nicht. Es gibt gar nicht ein Halb. An dieser Stelle ist vorbei. Hier geht es nicht weiter. Man kann nicht immer eine Polynomdivision machen. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Sie in beliebigen Ringen im Gegensatz zu Körpern nicht einfach so mit Polynomen rummachen können. Das mit den Nullstellen stimmt nicht, man kann nicht dividieren und. Ja? Bitte im Kopf behalten. Wir werden aber in Zukunft, wenn wir uns zum Beispiel Anwendungen anschauen, einfach immer in Körpern rechnen, dann kann sowas nicht passieren.